So, hallihallo meine Lieben, jetzt kommen wir zu dem Haul. Das Licht ist leider etwas blöd, weil es draußen komplett dunkel ist und es regnet. Und es ist einfach kacke, das Wetter. Ich war die Tage ein bisschen Schminke einkaufen und ich dachte mir, ich zeige euch ein bisschen was. Habe auch ein paar Sachen schon getestet, kann meine Meinung dazu sagen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Eine Sache müsstet ihr eigentlich schon von den Quick Tips kennen. Und zwar sind das diese Abschminktücher, die ich bei Rossmann gekauft. Die haben 1,25 € gekostet. Mama kommt reingeschneit. Dann, was habe ich noch von DM, Rossmann, bla bla. Ich fange einfach mal mit den Sachen an, die ich als erste gekauft hatte. Und zwar aus der Soul Sister LE von Essence habe ich mir eigentlich recht viel mitgenommen. Es ist nicht gut. Und zwar ist es ein goldener Lipgloss. Ich habe ihn schon ausprobiert. Mein Freund musste ein Model spielen. Ja, ich habe ihn an ihm ausprobiert. Er hat sich zwar gewehrt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht sieht es besser aus, wenn man eine Grundfarbe drunter hat. Und ich versuche mein M gerade zu reduzieren. Ich merke es selbst. Und ja, ich finde ihn nicht so toll, aber mal gucken, was man damit anfangen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwie auf die Augen schmieren oder auf die Backen oder was weiß ich. Vielleicht findet sich da noch ein Zweck für. Dann habe ich einen Eyeliner, der ist auch glitzerig. Das ist die Farbe. Achso, welche Farbe war das eigentlich? 010 Shake Your Booty. Okay. Das hier hat gar keine Farbe, glaube ich. Nö, war wahrscheinlich der einzige. Ein Glitzernagel. Ein Glitzer-Eyeliner. Kupfer, schwarz mit Glitzer. Nee. Schwarz mit einem Kupferglitzer. Ich habe keine Ahnung. Ich hasse Farben. So. Und den Bronzer aus der Soul Sister Eve. Den ich persönlich eigentlich recht schön finde. Bronzer kann man immer gebrauchen. Und der riecht toll. Der riecht nach. Kann ich nicht beschreiben. Der ist auch Shake Your Booty. Die 01, Shake Your Booty. Heißt der auch. Hat auch so einen Goldschimmer. Leicht. Ganz, 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 ganz toller Bronzer. So, was habe ich noch weiteres von Essence? Das ist eigentlich mein letztes Produkt. Und zwar ist es aus der Rebels LE. Ein Soft Matte Lip Gloss. Das ist die Farbe 02 Rebel Delight. Es gibt auch noch einen anderen, aber den wollte ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Neutron. Der ist sehr dunkel, finde ich aber sehr passend. Und der ist wirklich super, super toll im Auftrag. Und er hält und er fühlt sich einfach an. Man fühlt ihn nicht auf den Lippen. Ich hab ihn jetzt nicht drauf, ich habe einen anderen drauf. Aber der fühlt sich wirklich ganz, 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 ganz toll an. Ich liebe den. Das ist auch so ein Produkt, was ich jeden Tag benutze. Beziehungsweise benutzen könnte. Ich benutze es jeden zweiten, weil ich den nicht jeden Tag trage. Aber was ich jeden Tag benutzen könnte. Weil er einfach super, super toll ist. Er passt sich super an. Es ist ein super tolles Tragegefühl. Und er hält sehr lange. Aber ich würde ihn trotzdem immer mal nachziehen. Und ja. Was ist noch dazu zu sagen? Er ist einfach cool. Achso, jetzt habe ich die Preise gar nicht gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel die alle gekostet haben. Mist, aber es ist alles nicht so teuer. Also ab jetzt habe ich die Preise, weil ich habe den anderen Kassenbon leider weggeschmissen. So, jetzt kommen wir zu den anderen Produkten. Ich habe mir von Evelyn zwei Pinsel gekauft. Die sehen so aus. Einfach, weil ich das hygienischer finde, wenn man sich ab und zu mal neue holt. Vor allen Dingen die ganz normalen Lidschattenpinsel, mit denen man einfach die Lidschatten aufs Auge klatscht. Die sind ja nicht wirklich teuer. Einmal einen kleineren, einmal einen größeren. Von dem größeren, naja, der ist sehr fest gebunden und der kleinere nicht. Der große hat gekostet 1,15, nee 2,95 und der kleine 1,15. Also nicht wirklich teuer. Und die halten eigentlich auch recht lange. Also die sind echt nicht teuer. Kann man nicht sagen. Und was ich schön finde, ist, dass sie diesen, den habe ich schon benutzt, dass sie an der Seite hier so einen Zipper haben, der nicht hochgeht. So. So ein Zipper. Den kann man hier einfach auf und zu machen, wenn ihr die Packung behalten wollt. Ist sehr praktisch, finde ich. Oder falls ihr mal irgendwie Pinsel mitnehmen wollt oder so, dann sind diese Zip-Täschchen eigentlich ganz praktisch. Beide davon. 2,95 und 1,15. Ja. Dann habe ich mir von Catrice einen Pinsel geholt und der hat komischerweise auch dieses Zip-Ding. Den habe ich auch schon benutzt zum Verblenden. Upsi. Sorry. Das hat ein rundes Ende wie diese Smoky Eyebrushes von Essence und einen angewinkelten Pinsel wie auch von Essence. Eigentlich sehr nachgemacht, muss ich jetzt echt mal sagen. Aber der hier ist fester gebunden als der von Essence und das finde ich irgendwie nicht so schön, weil die von Essence, die sind einfach besser. Muss ich wirklich sagen, Catrice, sorry, auch wenn sie vom gleichen Hersteller sind. Aber
die Smoky Eye Brush von Essence ist einfach besser. Und die hat gekostet 2,75 und es ist 2 in einem, also es ist eigentlich recht praktisch. Für Eyeliner und Dings, also es ist schon praktisch, muss man schon mal sagen. Auch in dem Sipptäschchen. Dann habe ich mir auch noch von Catrice geholt einen Lippenstift. Ich hatte euch ja gefragt, welchen Nude-Lippenstift ihr mir empfehlen könntet. Und ihr habt gesagt, die 010 von Catrice. Und den muss ich mir dann gleich anschauen. Und ich habe ihn mir geholt und ich habe ihn gerade drauf. Und ich liebe ihn. Danke, danke, danke an meine Abonnenten, dass ihr mir den empfohlen habt. Ich kann kein Deutsch. Der ist wirklich super klasse. Das ist die 010 Be Natural. So. Den habe ich auch in meinem Quick-Tips-Video drauf. Und der ist einfach... Oh. Kommt davon, wenn man sich ohne Spiegel schminkt. Jetzt habe ich eine Delle drin. Von meinem Zahn. Auch nicht schlecht. Der hat gekostet 3,95 €. Wow. Hätte ich echt nicht gedacht, dass die so teuer sind. Hä, ich dachte irgendwie immer, die kosten 2,95 €. Naja. 4 € für einen Lippenstift. Ist ja auch nicht schlecht. Na gut. Aber für den hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil das ist... Oh, ich liebe den. Das ist genau die Farbe, die ich wollte. Das ist genau der Ton, den ich wollte. Oh, super. Klopfer, mach jetzt keinen Krach. Ich mache ein Video. Okay. Den auf jeden Fall. Dann gab es von P2 noch ganz, ganz viele LEs. Die waren aufgestellt. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Mir hat eigentlich nur eine recht gut gefallen. Das war die Mission Summer Look. LE. Passend zum Sommer. Und die Verpackungen waren echt cool. Richtig sommerlich. Ich habe mir einen Lippenstift geholt. Der sieht so aus, es gab zwei Nuancen. Das ist die Farbe 010 Rich Rose. Ist auch so ein ganz schöner Rose Gold Ton. Die Verpackung ist auch super, super schön. Das ist so ein Lachston. Ich habe ihn ausprobiert, mir gefällt er irgendwie an mir überhaupt nicht. Aber es kommt wirklich darauf an, was man trägt fürs Feiern gehen. Wenn man irgendwas Schlichtes trägt, ist der schon hübsch. Aber ich weiß nicht, ich finde, mir steht er leider nicht. Aber ich werde ihn trotzdem mal des Öfteren tragen. Vielleicht kommt ja noch ein Gedankenblitz und es sieht doch schön aus. Whatever. Der hat gekostet 2,95 €. Und jetzt kommt der super, super Flop von mir. Und zwar habe ich mir einen Bronzer geholt. Auch aus dieser LE, aus dieser Mission Summer Look LE. Der hat 5 € gekostet. Also 4,95 €. Ist ein Body Bronzer. Und ist riesig. Und ich dachte mir auch so, was musst du haben? Wegen einem Goldschimmer. Das Ganze sieht so aus. Ich komme ein bisschen näher. Und ihr seht, hier ist Goldschimmer drin. Jetzt dürft ihr raten, wie oft ich diesen Body Bronzer benutzt habe, dass schon die Hälfte von dem Goldstaub weg ist. Also ihr seht es hier. Der Goldstaub ist hier noch vorhanden an den Rändern und hier ist er schon komplett weg. Ich habe ihn einmal benutzt und der ganze Goldstaub ist weg. Ich finde, das ist eine Frechheit, weil hinten drauf steht auch, die seidig weiche Textur besteht aus zwei Nuancen. Er gibt eine perfekte Symbiose aus Puder und feinem Goldstaub. Ich finde es einfach von P2 eine Frechheit, dass sie das als wirklich goldschimmernden Bronzer verkaufen. Weil ich bin davon ausgegangen, dass ich dann diesen Goldstaub weiterhin habe. Also dass dieser Goldstaub bis unten ans Pfännchen geht. Das ist wirklich, ich finde es eine Frechheit. Weil ich habe es einmal benutzt, man hat den Goldschimmer nicht mal richtig gesehen. Und ich meine, riechen tut er toll, er ist groß, aber der Großteil ist auch normales Puder. Der Bronzerton ist auch nicht wirklich schön. Ich habe es eigentlich nur wegen dem Goldstaub gekauft, damit es halt eben schön auf der Haut aussieht. Und dieser Goldstaub ist einfach weg. Ich finde es eine ganz schöne Frechheit. Ich will das Ding am liebsten in den Müll schmeißen, weil ich brauche es nicht. Da hätte ich mir auch irgendwas anderes holen können, einen ganz normalen Bronzer. Ich meine, ich habe mir jetzt einen mit einem leichten Goldton geholt, aber der war fürs Gesicht. Und ich fand es eben schöner, wenn man es ins Dekolleté oder auf die Beine mal, wenn man eine kurze Hose anhat. Das sieht echt schön aus. Habe ich auch schon selbst gesehen. Oder ist dieser Goldstaub einfach weg? Das finde ich eine Frechheit. Ich werde jetzt auch nächste Woche zu DM gehen. Ja, weil was will ich mit dem Ding, wenn der Goldstaub noch zweimal benutzen weg ist? Weil dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Weil ich habe es ja wegen dem Goldstaub gekauft. Und steht ja schließlich auch hinten drauf. Also finde ich echt einen Flop. Weiß nicht, was ich will. Ich glaube, ich bringe ihn einfach zurück. Und weil er hat 5 € gekostet und ich kann mir für 5 € was Besseres holen als so ein Ding. Das ist für... Nichts passiert. Das ist für mich rausgeworfenes Geld. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich brauche das Ding nicht. Totaler Flop. Ich bin echt immer noch voll geschockt. Naja. Okay, dann war's das. Es war mal wieder ein langes Video. Meine Videos waren auch irgendwie immer länger. Naja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
Vielleicht sollten wir alle mal einen Sonnentanz zusammen machen. Naja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.